Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zu einem weiteren Part von Dark Souls 2 Scholar of the Fursten. Nachdem wir uns im letzten Part der Beschaffung des Fallrings gewidmet haben, ist es wohl heute an der Zeit zu fallen. Halt wirklich. Und diesmal hoffentlich nicht in unseren unausweichlichen Tod. Und ich sollte mich wieder menschlich machen. Einfach weil unser Leben schon sehr, sehr angekratzt ist. Sodle. Hm? Lügner? Wer ist hier ein Lügner? Lass mich mal kurz unsere Ausrüstung checken. Silberner Katzenring. Und der, wo ist er? Und den. So. Damit sollten wir doch der ganzen Sache gewappnet sein. Hey. Hey. Ich bin auch wieder zurück. Alles gut. Nein, nein, nein. Niemand hatte vor, euch zu enttäuschen, ja? Der Ring. Oh Mann. Der Ring ist Gold wert. Titanid Lizard? Titanid Lizard? Weg. Weg. Du auch weg. Solle. Das sieht doch alles deutlich besser aus als vorher. Ha? So, jetzt müssen wir nur noch diese sehr vertrauenserweckende Konstruktion aus Brettern hinunter. Die wohl in einen weiteren Abschnitt führt, der giftig ist. Ich bin kein Fan davon. Ich dachte, wir wären über unser Giftgebiet hinaus. Aua. So, aber nein. Offensichtlich sind wir das noch nicht. Was haben wir denn hier? Ein Lebenssteinchen, das ist nett, denke ich. Bonfire? Hallöchen, Bonfire. Das obere Loch. Ich weiß nicht so ganz, ob das allzu vertrauenserweckend ist. Jauchküchlein. Jauchküchlein. Nee. Das ist schöne Kunst. Also ganz ehrlich.
Hi. Hey, ihr. Ja, habt euch hier gemütlich gemacht und ich störe euch bei eurer Teeparty. Truhe voraus. Was zum? Das ist keine Truhe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das keine Truhe. Oh. Da will ich nicht runter. Was ist hier hinten? Nichts, nichts. Ah. Da kommen wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Schatz, aber ich halt's nicht aus. Warum hältst du es nicht aus? Jo. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei die Sonne. Haben wir nicht noch welche von diesen Feuerzeugen? 16. Da kann man ja schon mal. Ich denke, dass man da schon mal welche verwenden könnte, ne? Dann zünden wir hier mal alles an und gucken, was es uns bringt. Ja. Praise the sun, dude. Praise the sun. Klettern wir hier hoch. Klettern wir hier hoch. Schlüssel benötigt, denn Vorsicht vor Leben. Ups. Er hat nicht gelogen. Man braucht wirklich einen Schlüssel. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es den gibt. Ach ja. Hinterhalt? Ich sehe hier keinen Hinterhalt. Ja, Jungs. Ist ja nett mit euch, aber wo versteckt ihr euch? Gib mir den Gegenstand. Finstere Pyromantieflamme, faules Harz. Was zum Fick ist eine finstere Pyromantieflamme? Da. Weg. Klar. Du auch weg. Waren das alle? Was ist das überhaupt hier? Was ist in diesem Glühwerkzeug drin? Das ist Säure, die meine Ausrüstung kaputt macht. Und ich habe drauf eingeprügelt. Das war wohl weniger klug, denke ich. Aber warum können Ringe kaputt gehen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wann wurde bitte das?
Hier. Haltbarkeitssystem für Ringe eingeführt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Jo. Ich dachte, vielleicht greifst du mich nicht an, aber das war ein Fehler. Aua. Autsch. Autsch. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie schnell hier hochkommen, bevor wir sterben, damit ich noch einen Estus trinken kann. Ah. So. So. Aha. Ich denke am geschicktesten. Benutzen wir den Homeward-Born und reparieren mal eben schnell unsere Sachen, die offensichtlich kaputt gegangen sind, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir uns den gottverdammten Schlüssel irgendwo besorgen. Vielleicht besorgen wir ihn uns auch nicht. Oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wieso kann ich keine Ringe bei dir reparieren? Oder sind die jetzt wieder? Ja. Hä? Das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Darf ich leveln? Natürlich nicht. Meine gute Frau. Hättest du noch was für uns, meine Teure? Das sind bescheidene Zeiten. In der Tat, es sind bescheidene Zeiten. Wir müssen erneut in ein Giftgebiet. Dieses Mal ein Loch. Und ich bin nicht allzu begeistert darüber. Sodle. Fackelman. Weg. Klar. Weg damit. Wieso schießt hier immer irgendwas Unsichtbares mit Gift? Ha, was hat es damit auf sich? Sind das die Toxinspucker oder Vorsicht vor dunkler Ort? Ich habe versagt. Nein. Nein, 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 nein. Niemand versagt hier. Vor allem nicht wir. Wir dürfen nicht versagen. Wir dürfen nicht versagen. Euch kann ich kaputt machen und dann spuckt ihr mich nicht mehr mit Gift an. Das ist aber herzallerliebst. Mit dir. Oh, das ist aber herzallerliebst. Da war Bonfire. Dann lasse mich meine Fackel entzünden. Und nicht am Leuchtfeuer rasten, sondern Fackel entzünden. Bringen wir Licht ins Dunkel. Beziehungsweise dorthin, wo noch kein
Licht vorher war. Oder so ähnlich. Ein kleiner Schritt für uns, ein großer Schritt für die Hollowigkeit. Oder Menschheit. Nee, ich bin mir nicht sicher, wie man das Ganze hier jetzt benennen will. Beziehungsweise, ob man das überhaupt kann. Du. Bisschen Respekt, ich versuche hier Licht zu machen. Oh, mein Guter. Also, wärst du so freundlich und nein? Okay, du greifst mich trotzdem an. Ich sehe es. Wie mir scheint, sind die Fackeln nur am Anfang knapp bemessen, weil wir können jetzt 2 Stunden 30 mit einer Fackel rumrennen. Weg. Klar. Vielleicht sollten wir diese Marotte auch lassen. Ich denke, es könnte uns in eine Bedrängnis bringen, wenn wir weiterhin auf alles einschlagen, was wir finden. Geh weg. Ja, damit. Hilfe! Mein Aim-System funktionierte nicht. Ja, mit dem Gegenstand. Mehr Fackeln. Mehr Fackeln für mich. Hier? Was willst du mir sagen? Gute Arbeit. Illusion voraus. Versucht angreifen. Nein. Nein, 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 nein. Dem vertraue ich nicht so wirklich. Vorsicht vor Giftgeschoss. Ja, ich sehe es. Weg. Lass er mich entzünden. Was ist aus den guten alten Zeiten geworden? Wo man wenigstens noch geschützt war, wenn man irgendwas gemocht hätte. So. So. Haben wir mal 2 Lebenssteinchen schnabulieren. Dann hochklettern und gucken, was uns da oben erwartet, weil versucht Sprint, dann springen. Wirklich? Das heben wir uns noch auf für ein anderes Mal. Weg. Warum hängt da Zeug rum? Irgendwie bin ich versucht, ihn mit einer Plunging Attack zu attackieren, aber ich weiß nicht, ob das so klug wäre. Okay, hier könnten wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr an. Ah! Nein! Oh mein Gott! G.
Geh weg, Fackelhans. Und du erst recht. Schwarzkrautbalsam. Schwarzkraut? Was ist das? Vor allem, was ist in der Truhe? Großschild. Großschild des bösen Auges. Moment, lass mich mal gucken. Oh. Es gibt jetzt auch das Großschild davon. Das heißt, ich kann rumrennen. Muss den Ring nicht ausgerüstet haben. Und absorbiere TP. Ich bin förmlich begeistert. Das ist eine formidable Neuerung. Die Fackeln auch so bedingt. Auch wenn sie hier noch so ein bisschen schwierig geschickt einzusetzen sind, aber an für sich ist das eine gute Idee, weil Dark Souls zeichnet sich durch dunkle Umgebungen aus, und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie Licht reinzubringen, dann hat man einen viel, viel besseren Überblick. Hey, Fackelhans, gib mir deine Fackel. Wir wollten hier lang weiter, ne? Wir entzünden mal brav alles. Warum auch nicht? Vielleicht hält uns das Gegner fern. Vielleicht aber auch nicht. Und dann. Ja, damit. Weg. Was gibt's hier? Nichts. Wie mir scheint. Ihr müsst sterben. Falls ihr sterben könnt. Oh nein! Bitte! Hier schon wieder. Das fehlt mir auch irgendwie, dieses mehrfach aufheben. Insekt, aber Freund, versucht Zuversicht. Insekt, aber Glück. Hurra für Insekt. Was für ein Insekt. Hülle voraus, versucht angreifen. Das ist also einfach. Ist das ein Shortcut oder was ist das? Yo. Mir gefällt das hier nicht. Ah! Hilfe! Aua! Au. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Was drin? 20 Lebenssteine, das ist eine gute Ausbeute. Oh, da ist noch mehr. Moment. Lass mich doch mal eben unsere Fackel wieder anmachen, okay? Erhöht vorübergehend die Intelligenz. Ich will aber nicht vorübergehend meine Intelligenz erhöhen.
finsterer Nebel. Hab da so einen Plan. Unkonventionell, ich weiß, aber ich würde nur ungern. Versucht Geschoss oder Tränen voraus. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir da runter wollen. Hier bin ich mir sowieso überhaupt nicht sicher, ob ich hier irgendwo sein will oder nicht. Es ist mir noch alles so designt, sozusagen. Hey, lass uns in Ruhe. Wir wollen dich hier nicht. Oder sehe ich das falsch? Weg, Statue. Jauche-Küchlein. Sinnlos. Warum sinnlos? Ja gut. Ist in der Tat etwas sinnlos. Ist da unten ein Summon-Sign? Ich sehe das so schlecht. Ist da unten ein Summon-Sign? Weil wenn ja, haben wir einen Boss vor uns. Wenn nein, haben wir keinen. Das leuchtet ein, oder? Ich denke, wir wollen weiter runter. Und dann denke ich, dass wir hier einfach mal runterspringen und den Duftzweig mitnehmen. Hurra für Nachrichten, ich halte es nicht aus. Bedauern voraus. Was wird hier bedauert? Ihr seht mir schon so ungesund aus. Verzweiflung voraus. Sagt mir nicht, dass da jetzt ein Boss ist. Nein. Schwarze Schlucht, wo ganz viele von euch sind. 200 plus. Ich weiß ja nicht. Also, wo geht's jetzt weiter? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo wir hin sollen. Ne? Nur fürs Protokoll. Nur um es mal erwähnt zu haben. Wir rennen hier jetzt durch. Oh Gott. Ah! Ah! Hilfe! Jetzt los. Angst. Jetzt los. Leuchtfeuer. Hallo Leuchtfeuer. Hab dich vermisst, alter Freund. Wieder. Ich begreife das ganze System noch nicht so ganz, aber offensichtlich ist unser Zweihänder wieder.
wieder ganz. Sollte unser Zweihänder. Sollte unser Zweihänder nicht ein CC-Scaling haben? Jo. Dann, brauchen wir mehr Konditionen? Nein. Das will ich mal ein bisschen geschickt machen. Wofür auch immer. Und dann lass mich mal kurz gucken, was bringt die schwarze Flamme denn? Ja. Pyro, stimmt die. Oh. Oh. Das ist quasi ein umgedrehtes Chaos-Schwert. Ein umgedrehtes Chaos-Schwert. Hm. Hatten wir sonst noch was? Versteinerungsresistenz. Ich glaube, wir müssen aber noch mal zurück in das andere. Das obere Loch, bitte. Ah, oh, das hört sich so falsch an. Ach. So, hier war doch noch irgendwo ein. Denn das, wonach ich suche, ist hier irgendwo war nämlich noch eine Nebelwand. Stirb. Du komischer. Was auch immer. Stirb einfach, ja? Weg. 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 Das ist weg, weg. Ich habe keine Lust auf eure Giftspielchen, ja? Haltet euch zurück. Hä? Wo ist der Gegenstand hin? Weg. Weg. Stiftiges Wurfmesser. Stiftiges Wurfmesser. Vorsicht vor dunkler Ort. Ich habe versagt. Das ist richtig. Du hast versagt. Du bist ein Versager. Heißt aber nicht, dass wir versagen. Wir nehmen die Fackel, zünden sie an und dann rennen wir hier durch. Wir werden den Ort erhellen. Oder so ähnlich. Wir entzünden das. Was zum? Ich habe Angst. Wenn ihr mal kurz erlaubt, dass ich meine Fackel wegstecke, ja? Okay? Dann können wir uns vielleicht über darüber unterhalten, was das für komische Viecher sind, ja? Die weg. Es war nur eins. Da bin ich aber beruhigt. Ah. Was ist das für ein Vieh? Hey, du da drüben, dich kenne ich. Dich kenne ich. Weg. Niemand will hier mit euren gottverdammten Blutlachen belästigt werden. Sinnlos? Okay. Okay. Was macht ihr da? Rumhängen oder so? Okay.
es hätte noch einen anderen Weg gegeben. Okay, ich sehe. So langsam kriege ich ein Gespür für diesen Ort. Hat so ein bisschen was davon, wie wenn man nochmal das erste Mal nach Schandstadt kommt. Überall kann man in seinen Tod fallen, überall. Red. Weg. Klar. Ich habe keine Zeit für euren Gift. Schwachsinn, dem ihr mich hier belegt. Weg mit dem Kessel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gift zwar noch den gleichen Schaden macht, aber in deutlich geringerer Zeit. Weg, ihr Statuen. Kann ich da irgendwie... Oh! Moment, mein Guter. Ja? Stirb. Was? Nein! Warum macht ihr alle so viel Schaden? So. Okay. Entschuldigt, aber ich musste eben was trinken. So. Hör auf, das Feuer zu verehren, ja? Der wahre Gott ist hier. Fackelboy. Keine Sorge, ich werde die Fackel für dich weitertragen. Aber dein Gift, das werde ich nicht vermissen. Ich sehe. Weg. Ich sehe unser Zeug. Jo, Fuzzi, komm rüber. Ich bin bereit. Du offensichtlich auch. Zumindest siehst du so aus. Bam. Die. Aua. Lass mich eben Estus trinken, dann mache ich weiter mit der Statuenzerstörung, ja? Ist ja cool, Mann. Na 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 na. Moment. Okay. Bin mir nicht genau ganz sicher, wo genau wir hier hin müssen. Aber das werden wir leider erst im nächsten Part erfahren. Ich bin froh, dass wir diesen Part, große Teile dieses Gebietes schon mal angucken konnten. Weiß aber nicht, ob wir hier weiter sollen, ob hier ein Boss auf uns wartet und ähnliches. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.